Wanderstöcke, da gibt's natürlich viele. Also unglaublich viele. Und auch im Grundlagenkurs werden wir dieses Thema nochmal wirklich im Detail behandeln. Aber da ich dem Fall noch ein bisschen Zeit brauche, dachte ich mir, für alle, die sich in dem Bereich schon auskennen, könntet ihr vielleicht eine Empfehlung oder auch eine Warnung vor einem paar Stöcke gebrauchen. Im Test des Leki Sherpa Lite XTG. Die Leki Sherpa Lite sind die abgespeckte Variante des normalen Leki Sherpa und er ist in der Tat etwas leichter. Ganze 46 Gramm leichter pro Bar. Wow. Naja, aber immerhin zahlt man auch keinen Aufpreis gegenüber der normalen Version. Andere Hersteller würden für den Gewichtsunterschied schon mal die Taschen aufmachen. Aber bevor wir zur Preispolitik kommen, kommen wir erstmal zum Aufbau. Wir haben hier einen ganz klassischen Dreiteiler, der sich ziemlich kompakt zusammenschieben lässt. Also ziemlich kompakt, 68 cm. Das sind 2 cm weniger als durchschnittlich, aber so ist das eben bei den Dreiteilern. Viel mehr geht da einfach nicht. Leki hat sich zum Glück gegen das System mit dem Drehverschluss entschieden und für ein klassisches Hebelsystem entschieden. Kluge Entscheidung. Drehverschlüsse sind in der Regel langfristig Restmüll. Besonders hervorheben muss man aber die Liebe zum Detail bei dem Verschluss. Warum? Wir haben bei jedem Verschluss eine Metallschraube zur Anpassung der Kompression. Aber weil Leki mit Hirn vorgegangen ist, haben wir zusätzlich nochmal eine Hartplastikmantel über der Metallschraube. Bedeutet, wir haben die Robustheit der Schraube und den Gefrierschutz des Hartplastiks. Das Coole am Verschluss ist, dass sich durch das zahnradartige Design der Verschlusskontrolle ein sehr exaktes Anpassen der Kompression über den Hebel vornehmen lässt. Und gleichzeitig aber nicht viel Dreherei notwendig ist, um es anzupassen. Meistens reichen schon ein, zwei Umdrehungen der kleinen Schraube, um den Hebel wirklich deutlich fester oder lockerer zu kriegen. Bezüglich des Hebeldrucks kann ich sagen, dass die Stöcke hier zwar angeblich aus Aluminium sind, aber ich glaube, dass die aus Panzerstahl sind. Denn es war wirklich wurscht, wie fest ich den Hebel angezogen und danach umgelegt habe. Das Stockrohr hat sich nie verbogen oder eindrucken lassen. Und das hat mich tatsächlich beeindruckt, wenn ich bedenke, wie rücksichtslos ich mit den Dingern eigentlich umgehe. Denn sicher ist, ich muss mich auf den Verschluss verlassen können. Und ja, auch wenn man das bei einem Dreiteiler nie tun sollte, ich will zumindest die 99%ige Sicherheit haben, dass er sich nicht zusammenschiebt, wenn ich mich drauflehne. Und das ist mir bis heute tatsächlich noch nie passiert. Doch gehen wir mal von der Schwärmerei bezüglich des Verschlusses mal weg und hin zum Griff. Denn der schaut ja eigentlich schon ganz cool aus. So schön rund und ergonomisch. Zum Einsatz kommt hier die Leki Ergon Thermo Technologie. Ist ein cooler Ausdruck für Schaumstoff. Fakt ist, wie bei allen höherpreisigen Leki Stöcken kommt hier Schaumstoff als Griff zum Einsatz. Der wird aber so stark komprimiert, dass er weder fusselt noch sich irgendwann auflöst. Also fühlt sich eigentlich ganz angenehm an und man muss sich bezüglich der Abnutzung keine Sorgen machen. Für mich persönlich ist Schaumstoff gegenüber Kork oder Hartplastik ein riesiger Mehrwert und mir kommen keine Stöcke mehr ohne guten Schaumstoffgriff ins Haus. Wohlgemerkt, guter Schaumstoffgriff, weil eine Fusselbürste will ich ja eigentlich auch nicht in der Hand halten. Gut, aber was hat es jetzt mit dem Griff im Detail auf sich? Naja, grundsätzlich haben wir oben einen einseitig ausgeformten Kopf, der das obere Ende des Stockes vorgibt. Coolerweise kann man den Stock beim lockeren, entspannten Bergabgehen auch ganz gut für sich allein in die Hand nehmen. Geht aber an den eigentlichen Anwendungszweck, will man den Stock natürlich vernünftig halten. Und hier gibt Leki mit ihrem Ergon-System schon ziemlich klar vor, wie der Stock gehalten werden will. Die einen nennen es ergonomisch, die anderen nervig. Ich finde es ganz gut, wenn man eine klare Handposition hat. Denn die Ausbeulung zwischen den Fingern bietet auch ein gewisses Maß an Stabilität beim Halten und insofern, ja, keine Raketenwissenschaft, aber ganz nett. Auf der Rückseite des Griffs finden wir noch eine kleine Ausbeulung, die davor schützt, dass man beim druckhaften Aufsetzen des Stocks einfach runterrutscht. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Nun noch zum Thema Verlängerung. Da hat Leki die Schaumstoffkonstruktion ohne weitere Ausbeulungen weiter nach unten verlängert und für besseren Grip ein Zickzackmuster reingeformt. Es funktioniert natürlich nicht so gut wie der ergonomische Griff, aber es ist für kurze Steilpassagen definitiv ein nettes Gimmick. Gleichzeitig hinterlässt es in mir ein Fragezeichen. Warum hat man das denn eigentlich verbaut? Weil es cool aussieht? Weil man es kann? Denn tatsächlich sind diese Griffverlängerungen beim Speedhiking und Trailrunning ein tolles Feature, aber gerade im Wettbewerbsbereich
Aber der Stock ist weit weg vom professionellen Trailrunning-Einsatz. Aber gut, da komme ich gleich dazu. Wenn man richtig viel schwitzt, dann ist der Schaumstoff relativ lang trotzdem dein Freund. Und das finde ich wirklich wichtig. Bei Hartplastikgriffen ist das nämlich echt eine Katastrophe auf sommerlichen, anstrengenden Touren. Trotzdem verliert auch der Schaumstoff irgendwann die Trockenheit und dann rutscht er genauso wie das Plastik. Kommen wir aber nun zum Gewicht. Das ist nämlich der Grund, warum er für schnelle und intensive Trailrunning-Einsätze eher weniger zum Einsatz kommen wird. 480 Gramm wiegt ein Paar der Leki Sherpa Lite und das ist natürlich viel. Aber nicht vergessen, es ist ein Alustock mit all seinen Vor- und Nachteilen. Es ist ein Dreiteiler mit all seinen Vor- und Nachteilen. 480 Gramm sind unter diesen Umständen eigentlich okay. Aber für einen wirklich leichten Stock reicht es halt dann auch nicht. Denn bei Einteilern oder Faltkonstruktionen fällt natürlich deutlich weniger Material an. Außerdem hätte man mit Carbon ebenfalls etwas sparen können. Also Luft nach oben wäre definitiv noch gegeben. Aber okay, es ist ein Trekkingstock, der möglichst viel Flexibilität und Stabilität bieten soll. Das hat er damit geschafft. Unter den Leichtgewichtern wird er aber definitiv nicht mithalten können. Kommen wir aber jetzt vor dem Preis noch zu einem kleinen Zubehörmanko. Leki ist wohl der Monopolist in Sachen Zubehör verkaufen. Und das kotzt mich ziemlich an. Sie haben zwar Sommerschneeteller beigelegt und die funktionieren gut für harte Altschneefelder oder Schlammschlachten, aber Winterschneeteller sind keine dabei. Dafür darf man bei Leki nochmal ungefähr 13 Euro drauflegen. Das kann man bei 120 Euro teuren Stöcken eigentlich schon mal erwarten, vor allem weil da die Konkurrenz auch gerne dazu bereit ist, die Winterteller beizulegen. Geiz ist hier nicht geil. Außerdem haben die Sommerteller noch ein kleines Manko, sie nutzen sich relativ schnell ab. Gefällt mir zwar gar nicht, weil die dann einfach spitz und kantig und ekelhaft werden, aber ehrlicherweise muss man sagen, es ist hier eher ein optisches Problem und mein persönlicher Einwand und jetzt kein objektiver Punkt, wo ich laut schimpfen müsste. Aber ich habe es gerade kurz angeschnitten. 120 Euro will Leki für die Sherpa Lite haben. Übrigens auch für die normalen Sherpa. Wer nicht sonderbar groß ist, kommt übrigens mit der Lite-Version auch ganz gut zurecht. Die hat nämlich 5 cm weniger Rahmen, aber ich hätte mit 1,80 noch sehr viel Spielraum mit den Lite, also alles gut. 120 Euro ist definitiv kein Geschenk und es ist kein Geheimnis, dass Leki absolut keine günstige Marke ist, ganz allgemein gesprochen. Oder um es anders auszudrücken, grundsätzlich kann die Konkurrenz einen Dreiteiler aus Alu für weniger Geld entwickeln, aber da geht eben dann das ein oder andere Feature verloren. Schaumstoffgriff, wirklich gut durchdachte und langlebige Verschlüsse und eine nette Griffverlängerung für, ja, was auch immer, sind wirklich nette Dinge, die man eben auch bezahlen muss, wenn man sie haben will. Preislich bin ich also kein Fan von ihnen, aber ja, sie bieten immerhin was für den Preis. Kommen wir also zum Fazit. Die Leki Sherpa Lite sind so ein bisschen der Mercedes unter den Stöcken. Sie sind teuer, sie sind nicht die leichtesten, aber mit viel Komfort ausgestattet und in einigen Details einfach deutlich durchdachter als die, naja, Opel. Dafür gibt's 8 von 10 Punkte. Einen Abzug für den Preis und den anderen dafür, dass das Lite im Namen immer noch nicht wirklich leicht ist. Wenn euch der heutige Testbericht gefallen hat, dann, ganz wichtig, Daumen hoch geben und schauen, dass der YouTube-Kanal auch wirklich abonniert ist. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil!